Im Federgewicht der Kategorie bis 60 Kilogramm Körpergewicht sind 20 Athleten am Start. Titelverteidiger ist Nikolai Kolesnikov aus der Sowjetunion. Zu seinen Konkurrenten zählen der Bulgare Rusev sowie die beiden Polen Ciura und Pawlak. Die Platzierung im Reisen wird durch das Körpergewicht entschieden. Kolesnikov, Ciura und der 19-jährige Rusev bewältigen jeweils 122,5 Kilogramm und platzieren sich in dieser Reihenfolge. Für den Bulgaren war dieses Gewicht neuer Junioren-Weltrekord. Rusev erreicht mit dem ersten Stoßversuch 270 Kilogramm im Zweikampf. Musik
Ungarer ist leichter als der Bulgare und hat nach diesem Versuch gleichfalls 270 Kilogramm aufzuweisen. Kolesnikow steigert mit diesem Versuch sein Zweikampfergebnis auf 275 Kilogramm und liegt vorne. Rusev übernimmt mit 277,5 Kilogramm die Führung. Mit einem gültigen Versuch könnte sich der Pole Ciura an die Spitze setzen. Doch er scheitert zweimal und wird Dritter. Kolesnikow erhöht sein Ergebnis auf 280 Kilogramm. Ein gültiger Versuch würde den Bulgaren 285 Kilogramm bringen. Doch er versagt und der Russe ist Weltmeister. Der Kampf geht weiter, diesmal um den Weltrekord. Kolesnikow verzichtet auf den letzten Versuch und lässt 162 Kilogramm auflegen. Der Weltrekord steht auf 161,5 Kilogramm. Nur kurz ist die Freude, denn Rusev verlangt 165 Kilogramm.